Bitte kurz einschätzen, wie viel X realistisch sind. Erstens bei XRP. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Das ist das, was die Charts sagen. XRP zwischen 10 und 16 X. 10, 13, 16 X drin. Bitcoin Cash. Wo befinden wir uns denn jetzt? Von dem jetzigen Zeitpunkt aus Bitcoin Cash. Ja, so eine 15 X sollten eventuell auch drin sein, wenn wir den ersten Preistarget bei 10 Dollar erreichen können, beziehungsweise eine 14x ist das dann. IOTA auf 13 Dollar sehen wir jetzt. Wo ist IOTA jetzt gerade? 9 bis 8x sind auf jeden Fall noch ungefähr drin. XLM, wir erwarten, dass XLM auf ungefähr 3,80 Dollar, 4 Dollar geht. Da ist locker noch eine Verzehn-, Verzwölffachung drin. Tron rechnen wir damit, dass er auf 1,24 Dollar geht. Da ist auf jeden Fall auch noch eine 10 bis 12, 12x mit drin. Wenn man die Preistargets erreicht, die wir uns gesetzt haben, das ist nicht das, was ich denke oder das, was ich meine, das ist nicht mein Gefühl, das ist das, was die Charts uns gezeigt haben. Ob wir das allerdings schaffen, wie gesagt, wir sind Beobachter in diesem Markt. Wir werden uns angucken, ob die Indikatoren, die wir uns gesetzt haben, ausgelöst werden bei Bitcoin. Und wenn diese Indikatoren, diese 4 bis 5 Indikatoren, die wir uns gesetzt haben, ausgelöst werden, dann gibt es uns ein Zeichen, dass wir aus diesem Markt rausgehen sollen. Und ob wir dann diese Preistargets erreicht haben, diese X, diese Vermehrfachung der Coins, so wie wir sie uns vorgestellt haben, erreicht haben oder nicht, interessiert in dem Moment nicht. Wenn Bitcoin sagt, Kameraden, einpacken, das war's jetzt, dann war's das jetzt, dann gehen wir.